Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Mal sehen, ob es die letzte Folge des DLC, mal sehen, ob es die letzte Folge der Story der Recken ist. Oh, schau mal, er nickt ein. Ja, wenn man so ein Schlafhäubchen trägt. Okay, wir wollen zu Varna Boris. Also, Feuer frei. Lasst uns mal sehen, wie das hier funktioniert. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal ein Schild. Müsste eigentlich demjenigen, der dieser Titan betritt, Namen der Göttin, Prüfung, wir kennen das. Stelle dich im Austausch für die Zeichen von Varna Boris deinen Erinnerungen. Oi. Doch hüte dich davor, diese Prüfung leichtfertig anzunehmen, weil sie in deinen Erinnerungen stattfindet. Passt schon. Diese Rüstung sieht eigentlich echt übelst nice aus. Schade, die trage ich wirklich selten. Die habe ich nur im letzten Part, konnte ich die sehr, sehr schön benutzen. Den Bossgegner habe ich noch gut in Erinnerung. Der war gar nicht so einfach. Aber ich denke, wir haben endlich mal ein Schild, weil wir bekommen ja ein Schatzschwert und ein Schatzschild. Ja, genau. Das ist cool. Alles klar. Dies ist ein Ort der Illusion, der aus deinen eigenen Erinnerungen entstanden ist. Dein Gegner hier entspricht der Furcht, die dir innewohnt. Du musst diese Herausforderung bestehen. Den, ja, das kennen wir. Dieser Kampf ist eine Prüfung der Seele. Nutze nur die dir gegebene Ausrüstung und siege. Mal sehen, ob ich einen One-Match habe. Oder ob ich doch mal ein bisschen so, ja. Und er hat wieder die gleichen Waffen wie ich. Der Donnerfluch. So langsam glaube ich, dass die Flüche auch einfach mutierte Varianten von... Ich krieg als Set-Bonus Elektroschaden runter. Ja, leck mich doch. Ich habe auch ein Großschwert. Okay. Ich habe auch noch ein Ersatzschild. Also perfekt. Block muss anscheinend sein. Ist klar. Ja, kannst mal sehen. Asch. Schnelles Mistviech. Au. Alter Vater. Ne, werd kleiner, werd kleiner. Shield Break. Mhm. Was? Hätte ja klappen können. Klick, 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 klick. So, okay. Stage 2. Da hätte ich mich zwar gerade ein bisschen geschickter anstellen können, aber eigentlich no problemo. Aber ich entwickle so langsam wirklich den Verdacht, also ich meine... Die Viecher haben immer die gleichen Waffentypen wie die Recken selbst, ja? Also... Was mache ich jetzt mit den Dingern? Hä? Sweet, glaube ich. Wedel. Ah! Schmerz, lass nach. Ah, hat's doch geklappt. Wie auch. Ey!
missbehindertes... Ey, hörst du auf. Du heftiges Nupsi. Ja, piss dich, ey. Ohne Bogen ist scheiße soweit. Hä? Ne, 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 ne. Fensch. Au! Oh! Danke, Mifa! Ich schätze dich. Ey. Das hat ja nicht mal Schaden gemacht. Er hat mich echt nur weggedrückt. Ah, ist das schon mein Tier. Jetzt wird er mies. Nope, 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 okay. Du zuckst immer noch, ich weiß es. Okay, jetzt nicht mehr. Und jetzt wieder. Weil du scheiße bist. Was jetzt? Ah, kacke. Nope. Voll in Deckung. Rennt mit dem Schild echt immer hinter mir her und schockt mich. Was eine Sau. Na, dem muss ich jetzt leider ausweichen. Autsch. Oder, ah, nein, Moment. Ich könnte versuchen, das zu blocken. Oder dich block ich einfach. Wie wär's denn damit? Ha! Ja! Kannst mal sehen. Die ganze Zeit habe ich darauf gewartet, wirklich mal einen Schildkonter einzusetzen. Jetzt konnte ich es mal machen. Ich meine, bei dem Gegner insgesamt. Weil sonst war es die Lanze oder der Zweihänder oder der Bogen. Aber, ne? Nix mit Schild. Und da Link eigentlich ein Schildkämpfer. Egal. Hat ja alles geklappt soweit. Schön. Schön. Also kann ich jetzt meinen letzten Flashback genießen. Und dann... Müssen wir schauen, wie es weitergeht, ne? Oh. Und warst du ganz in deine Gedanken versunken? Mir kam es jedenfalls so vor. Tut mir leid, ich will nicht neugierig sein. Nun, da ich dieses Gebiet selbst bereist... und die Geschichten über den Recken der Gerudo Urbosa gehört habe, da möchte ich ihr ein anderes Denkmal setzen, als ich es im unvollendeten Lied meines Meisters könnte. Daher möchte ich Zeit in der Nähe des Titanen Warner Boris verbringen, der von Urbosa gesteuert wurde. Ich habe ein Lied geschrieben, ein Lied über Urbosa, eine der Recken. Höret die Geschichte derjenigen, die Naboris Lenker ward. Bevor sie folgte des Recken Pfad. Königin Urbosa über die Gerudo wacht, sie beweist der Prinzessin ihre Macht. So wie ich nun berichte. Ist die Kleine dann eigentlich ihre Tochter? Prinzessin von Hyrule, es gibt keinen Grund für mich, eure Bitte abzulehnen. Die Jägerbande, die die Verheerung Ganon zurückbringen will, soll es auf unser heiliges Erbe abgesehen haben. Mit Freuden helfe ich beim Bezwingen der Verheerung. Königin der Gerudo, Urbosa. Im Namen des Königs von Hyrule danke ich euch. Hm. Wie
ernst und feierlich du warst, Urbosa. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Wirklich? Ich habe dich zuletzt vor 10 Jahren so gesehen. Damals hat mein kleines Mädchen nicht oft gelächelt. Urbosa? Ich wollte dich das schon länger mal fragen, aber warum bist du eigentlich immer so mütterlich zu mir? Was ist denn das für eine Frage? Hey, ihr zwei da. Ihr habt Glück, dass ich nichts von euren Methoden halte. Ich greife nicht von hinten an. Na los, kommt. Ihr habt Glück, dass die Prinzessin da ist. Sonst hätte ich euch aufgeschlitzt. Jetzt haut ab. Mütterlich trifft es eigentlich ganz gut. Hä? Wir waren gute Freundinnen damals. Und immer wenn sie dich im Arm hielt und dir in die Augen sah, hat sie ganz glücklich gelächelt. Du meinst meine... 10 Jahre ist es jetzt her. Du hattest gerade deine Mutter verloren, aber anstatt zu verzweifeln, hast du alles gegeben, um eine gute Prinzessin zu sein. Ich möchte einfach immer für dich da sein. Das bin ich ihr schuldig. Urbosa hat Hardstyle. Oh. Sie muss eine starke Kriegerin gewesen sein, doch auch jemand, der sich mütterlich um andere sorgte. Wie findest du die Ballade von Urbosa? Ich wollte zeigen, wie stark Urbosa wirklich war. Nun glaube ich, meinem Meister einen Schritt näher zu sein. Die grundlegenden Verse des Liedes, Handlungsort, sollte am besten Schloss Hyrule in der Vergangenheit sein. Nicht schlecht für einen Voi. Du solltest jetzt noch besser mit Urbosas Zorn umgehen können. Vielen Dank. Bitte, hilf der Prinzessin. Zeige ganz Hyrule, dass du ein wahrer Held bist. Schön. Ja. Enthält die Macht Urbosas. Gewaltige Blitze gehen auf die gesamte Umgebung nieder. Halte zum Aktivieren Y gedrückt. Diese Kraft lädt nun schneller wieder auf. Ja, vielen Dank. Alright. Ich bin Miss Goisha. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der wahre Held. Ja. Der Weg zur letzten Prüfung im Schrein des Lebens ist nun frei. Begib dich dorthin. Letzte Prüfung. Alles klar. Und du, mein Freund? Starke Kriegerin gewesen sein, ja, alles klar, cool. Dann? Tja. Okay, Leute. Lässt ja nicht viel Spielraum. Er hat gesagt, die letzte Prüfung. Boyakasha. Also könnt ihr bitte immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Vielleicht noch ein letztes Mal. Vor allem teilen. Ja. Wir besorgen uns dann also unser finales Upgrade, unsere finale Belohnung im Schrein des Lebens. Echt, im Schrein des Lebens. Das Ding hat also die ganze Zeit da auf uns gewartet. Willst du mir erzählen? Egal. Blank out.